Juhu und hallo ihr Lieben, ja, da bin ich wieder und heute bin ich nicht alleine. Auf dieses Video habe ich mich sehr lange gefreut. Meine Freundin Franzi ist heute dabei. Hallo. Und Franzi und ich haben uns vor Wochen und Monaten schon überlegt, es wäre doch geil, wenn wir es entweder so machen, dass wir uns beide nebeneinander schminken. Also ich sage, wie es gemacht wird und sie macht es neben mir nach. Das fand sie auch eine super Idee, bis sie bei mir zur Tür reinkommt und gesagt hat, Nina, ich glaube, das ist scheiße, ich kann mich gar nicht schminken. Und deshalb haben wir uns überlegt, wir machen einfach so ein Transformation-Video. Also vorher, nachher. Und da gebe ich euch mal so ein paar Tipps, gerade für die, die auch immer sagen, ja, Jasmin, ja, bei dir sieht das natürlich so und so aus. Ist es auch für mich mal ganz interessant zu sehen, ob meine Techniken, die ich normalerweise habe, auch funktionieren, wenn du ein anderer Hauttyp bist. Übrigens, sie spricht auch, ne? Wenn ich mal eine Pause mache, dann beweist sie das. Warte auf die Pause. aber eben zu gucken, ob meine Techniken auch funktionieren bei anderen Leuten mit anderen Hauttypen. Am Beschaffenheiten. Worauf hast du eigentlich Lust? Ich bin übrigens die Freundin, die noch nie Kosmetik benutzt hat, die sich nie schminkt und von der sie schon ein paar Mal erzählt hat. Das bin ich. Das stimmt. Und vor allen Dingen darf ich die Geschichte erzählen, wo wir... Die hast du aber auch schon zweimal erzählt, glaube ich. Aber du kannst sie noch mal erzählen. Wo wir zusammen auf einer Messe waren. Nee, die habe ich noch nicht erzählt. Ne? Okay. Wir waren auf einer Messe und haben uns ein Zimmer geteilt, weil zu Messezeiten irgendwie die Zimmer knapp waren. Und dann kamen wir in dieses Zimmer an und dann war da so ein kleines Bad und dann sage ich, geh du doch vor, pack doch deine Sachen schon mal hin, ich mach das dann danach. Sie kam, hat dann ihr Kulturbeutel ausgepackt, da kam ich und sie kam. Es war kein Kosmetikbeutel, so wie meiner, so ein kleiner. Das ganze Bad war voller Schminke. Das ganze Bad. Und mein Kulturtäschchen, würde ich schon fast nennen, so klein, Zahnbürste, ein Puder und Wimperntusche. Ja, und habt ihr gemerkt, was dabei nicht in dieser Aufzählung dabei war? Pflege. Weil, bis wir uns kennengelernt haben, hast du dich wie gepflegt? Gar nicht. Und mit gar nicht meinst du wirklich gar nicht? Nein, ne? Wasser. Aber auch das nur beim Duschen. Also ich habe nicht, nein, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe volle zwei Minuten... Ich habe mich nicht mal abgeschminkt. Ich habe sie volle zwei Minuten angeguckt, habe ich gesagt, verarsch mich, oder? Nein, das hat sie ernst gemeint, aber ich glaube, seitdem hat sich ein bisschen was getan, ne? Ja, ich bin ein großer Fan von Juicy Derm, die du ja auch schon ein paar Mal vorgestellt hast, geworden. Die benutze ich sehr viel. Genau. Was ist dein Lieblingsprodukt von Juicy Derm? Die Schnecken. Das Schneckenschleim? Ich merke mir auch die ganze... Snail Cure. Ja, das ist ganz toll. Snail Cure. Da sehe ich sofort danach immer ein bisschen glatter aus. Und das ist einer der Produkte, wo ich das meiste Feedback bekomme von Leuten, die mir wirklich gesagt haben, das stimmt. Ist auch gut. Olli benutzt es auch, mein Mann. Also. Das hatte ich an Thomas ausprobiert, um zu zeigen, wie super das funktioniert. Genau, und ich habe es dann an Olli ausprobiert, der vorher auch noch nie was benutzt hat. Und der fand es auch gut. Ja, super. Also, du hast nichts auf der Haut im Moment. Worauf hast du Lust heute? Ich glaube, bei mir, entweder machen wir richtig krass oder wir machen natürlich schön. Mir ist es egal. Ich schminke mich ja, ich freue mich, wenn ich mich mal ganz anders sehe. Du darfst es entscheiden. Und das Geile ist immer, ich sage dann, okay, machen wir was Natürliches und dann sehe ich am Ende aus wie eine Transe. Okay, also, wir starten mit dem Video. Wir schauen mal, wohin die Reise geht. Wir starten jetzt. Ja, so, also wir starten. Du hast keine Pflege drauf, ne? Nein. Okay, das ist doof. Dann machen wir mal einen Mix aus zwei Primern. Hier habe ich einmal, den habe ich gestern ausprobiert, habe ich mir Make-up gemacht über Cone Cosmetics. Und die haben einen schönen Primer, der ist Hydrating, also so ein bisschen Feuchtigkeit geben für die, die jetzt wie du vergessen haben. Kannst du vergessen. Seit 42 Jahren habe ich das vergessen. Was ich aber auch mache, ist, ich gebe ihr meinen absolut Lieblingsprimer. Ich weiß, das könnt ihr nicht mehr hören, von Dermalogica, der Age Smart, der nämlich auch einen Lichtschutzfaktor von 30 hat. Und das ist so ein Blur-Primer, den mache ich so ein bisschen in die T-Zone. Aber für die Feuchtigkeit mache ich den anderen Cone Cosmetics. Aber machst du den Lichtschutzfaktor eigentlich? Oh Gott, immer noch nicht? Doch. Lichtschutzfaktor, aber erst seit ich in der Sonne lebe. Tatsächlich. Aber jetzt habe ich angefangen damit. Sie lebt in der Sonne, weil sie in Kroatien lebt. Genau, ich bin ausgewandert. Genau. Und seitdem wir da leben, weil da ist wirklich, da merke ich auch das Lichtschutz, also Licht, weil da ist sehr viel Licht und sehr viel Sonne. Und tatsächlich creme ich mich da jeden Tag sogar mit so einem 50er sogar. Ja, sehr gut. Und tatsächlich, bei uns in Hamburg oder in Hamburg, in Deutschland heißt das ja mal Sonnenschutz und deshalb denken die Leute, das müssten sie nur machen, wenn die Sonne scheint. Aber tatsächlich ist dieses Photo-Aging, also das, was dich alt macht, ist es vor allen Dingen auch durch das Licht, nicht nur durch die Sonne. Ne? Also auch wenn du einfach... Aber jetzt mal ehrliche Meinung. Ich finde, dass ich bin jetzt 42 und ich habe wirklich lange keine Pflege benutzt, aber
Ich finde gar nicht, dass ich so alt aussehe. Ja, aber das sagst du jetzt. Du hast gesagt mal in deinem Video, dass man, wenn an dem Zeitpunkt, wo man mit der Pflege anfängt, dass man die sozusagen dann start, also dass der Ursprung dann sozusagen erhalten wird. Dann habe ich gedacht, naja gut, aber wenn ich jetzt mit 42 anfange und mit 70 noch aussehe wie 42, könnte ich ja gut eingehen. Ja, und ich sage meiner Tochter, die jetzt 14 ist, dass das mit der Schönheit ist jetzt vielleicht falsch, aber weißt du, mit der Jugendlichkeit deiner Haut ist das wie mit einer Bank. Wenn du jetzt einzahlst, bekommst du, wenn du älter bist, die Dividende ausgezahlt. Was würdest du sagen, was ist deine Schwachstelle? Bei meiner Haut? Ich hatte ziemlich dolle Augen hier, wie heißt das? Auf der einen Seite ganz doll, habe mir das tatsächlich auch mal wegmachen lassen, weil da hatte ich so viel Hautüberschuss, das ist ganz schlimm. Sieht man aber gar nicht nochmal zu? Das ist super gut gemacht, aber ich habe es, also das war jetzt für mich keine Schönheits-OP, es hat mich wirklich beeinträchtigt. Ich habe auf dem einen Auge fast, es hat auch ein Auge die Krankenkasse bezahlt, sagen wir es mal so. Nur das eine Auge? Ja. Tatsächlich, das eine Auge ist bezahlt worden, das andere nicht. Ich wollte aber nicht wie Karl Dahl nachher aussehen, darum dachte ich, nein, mache ich lieber gleich beide. meine Schwachstelle hier, das viel Haut. Und ich glaube, ich habe sehr glänzende Haut häufig. Ich weiß aber gar nicht, was das bedeutet. Aber wenn ich jetzt nichts drauf mache und ich bin irgendwie unterwegs oder so, dann merke ich, sehe ich immer aus, als wenn ich schwitze. Ja, okay, du hast, das merke ich auch. Also du hast eine sehr Sebum, sage ich mal, intensive Haut. Also das Talg wird viel produziert in deiner Haut. Okay. Deshalb glänzt du so ein bisschen. Aber die Augenringe, was machst du da? Du hast tatsächlich auf der einen Seite mehr als auf der anderen Seite, Augenringe habe ich auch. Sehr doll. Das liegt aber vielleicht auch an meinen vielen Kindern, die mich 20 Jahre, wollte ich gerade sagen, meines Lebens gekostet haben. Genau, und die Zwillinge haben mich tatsächlich, danach kam das. Ja. Nach den Zwillingen, die sind jetzt 6, aber die ersten 2 Jahre waren so doll und dann habe ich so wenig geschlafen, glaube ich, dass es sich irgendwann wie festgesetzt hat gefühlt. Ich mache dagegen, manchmal benutze ich, was ist das hier? Das ist ein Concealer. Ja, genau. Das benutze ich manchmal, weil ich es auch bei dir gesehen habe. Mhm. Und tupfe das da so drauf und mache das mit so einem Schwämmchen manchmal drauf, wenn es ganz doll ist. Ja, okay. Das ist doch schon mal gut. Das ist schon mal gut. So, wir werden uns jetzt mal... Bei der Foundation ist tatsächlich das Problem, dass ich natürlich nur Foundation habe, die für meinen Hautton sind. Und Franzi und ich haben ein ganz klein bisschen Unterschied. Aber sie ist ein bisschen dunkler, als ich eigentlich gedacht habe. Wir probieren es mal mit der Foundation von Kogan Do. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, Leute, ob es die in Deutschland zu beziehen gibt. Kogan Do Main Aqua Foundation in der Nummer 143. Das ist eine sehr feuchtigkeitsspendende. Wahrscheinlich hätte ich für Franzi und ihr Hautbedürfnis wahrscheinlich etwas nehmen sollen. Nein, Hautbedürfnis. Vielleicht hätte ich etwas nehmen sollen, was ein bisschen deckender ist, aber ich würde jetzt erstmal damit anfangen. Aber weißt du, was du auch machen kannst? Ich habe mal so einen Jade-Roller vorgestellt, ne? Weil das ist, glaube ich, bei dir vor allen Dingen auch, dass die Lymphe irgendwie nicht richtig abfließen. Die Augenringe? Mhm. Ich kenne viele, die da Probleme haben. Aber was, also heißt ich, das ist wie so ein... Jade, mit Jadestein oder so? Es gibt einen Jadestein, aber es gibt auch einfach diesen Roller. Okay. Und der ist wirklich, den habe ich auch mal einem Freund von mir gegeben, weil das ist auch sein Problem gewesen, weil das hat ja nicht so sehr was mit Augenringen zu tun, sondern dass sie geschwollen sind mehr auf der einen Seite. Dann ist das manchmal ist das richtig doll so. Genau, das ist, dass die Lymphflüssigkeit nicht richtig abfließt. Okay. Das zeige ich dir irgendwann mal, wie das funktioniert. Das ist wirklich ganz gut, weil es überhaupt auch gar nichts mit Schminken oder so zu tun hat, sondern es ist einfach nur eine Form der Pflege. Ja. Welcher Concealer immer funktioniert und wirklich für jeden Hauttyp geeignet ist, das ist der Maybelline Fit Me Concealer. Ganz weich, ganz flüssig auch und setzt sich nicht in den Augenfältchen oder so ab, betont sie nicht noch extra. Ich mache das jetzt mal mit diesem kleinen Minischwamm, Mini-Pipi-Blender. Eigentlich mag ich es sehr gerne mit der Haut, mit den Fingern einreiben, gerade den Concealer, weil das erwärmt das Produkt und dann dringt es besser in die Haut ein. Ich habe nur jetzt meine Fake-Fingernägel und da komme ich nicht so schön. Dann habe ich den gleich im Auge. Genau, dann hast du gleich ein Auge weniger. Guck mal noch geradeaus. Was ich als Wunsch hätte, ist, dass ich so richtig volle Lippen habe. Wirklich. Es gibt ja solche, kennst du diese Produkte, an denen man so saugt und dann kriegst du so... Die sind so fürchterlich. Entschuldigung, solche Produkte, wenn man dran saugt? Nee, den kenne ich nicht.
Also ich weiß, dass ich habe manchmal, ich will jetzt nicht, jetzt nerve ich euch mit UC Derm, aber ich bin wirklich, wirklich großer Freund von UC Derm. Die haben diesen, auch so einen Balsam für die Lippen, der hilft ja wirklich. Also dann sieht brennt es wie Hölle? Es brennt richtig schlimm, wenn man, das muss man wissen. Aber ich sag mal, wenn man den raufmacht, hast du für ein paar Stunden wirklich ein bisschen vollere Lippen. So, mein Lieblingspuder habe ich jetzt gerade nicht hier, sehe ich. Das wäre nämlich gewesen von It Cosmetics, Bye Bye Under Eye Press Pore. Aber ich nehme jetzt mal Make-up Forever. Da nehme ich mal so ein Potpourri. Da habe ich ein paar hellere Töne für unter die Augen, um zu setten, was wir jetzt eben an Concealer gemacht haben. Also mach mal ein bisschen Contouring bei dir, also ganz leicht. Du brauchst ja eigentlich kein Contouring, weil du ja schön definiertes Gesicht hast, aber ich werde es trotzdem mal... Was bedeutet das, ein schön definiertes Gesicht? Du hast jetzt kein rundes Gesicht. Weißt du, wenn du so runde, ohne Ecken und Kanten, dann würden wir so ein bisschen Schatten setzen, um dem Ganzen so ein bisschen Struktur zu geben. Ja, wenn du hier aber bei mir was machst, dann sehe ich so gleich ganz hart aus. Und ich hatte das mal... deshalb muss man da ein bisschen vorsichtig sein. Auch von Make-up Forever. Kein Schnäppchen, ne? Ich sag's euch gleich. Also... Ich kann euch alle diese Produkte ans Herz legen, aber Schnäppchen sind sie alle nicht. Da habe ich eine Palette, das ist eine Foundation-Palette, die gibt es auch als Blush-Palette. Make-up Forever hat wirklich, war ja ursprünglich eine Brand, die wirklich nur, oder ein Label, was wirklich nur für Make-up-Artisten, die das beruflich machen. Und so sind ihre Produkte aufgebaut, aber ganz, ganz hochwertig, qualitativ. Dann mache ich mal so ein bisschen Potpourri, nur so ein bisschen um der dunkleren Farben, um so ein bisschen Schatten zu setzen. Und ich würde euch immer raten, macht es ein bisschen hier auf die Hand, dann habt ihr ein bisschen mehr Einfluss darüber, wie viel ihr dann... Guck's einmal zur Seite, damit wir sehen, was wir machen. So. Hier oben ist sozusagen das obere Ende ihres Ohres und da fange ich an und gehe maximal bis hier und trage das erstmal hier auf. Ich werde es gleich nochmal mit dem Beauty Blender, den ich benutzt habe, besser einarbeiten, aber das ist sozusagen unsere Startlinie und das ist unsere Ziellinie. Nicht weiter als bis zum Jochbein hier. So, und entlang der Haarlinie hier, gerade weil Franzi auch sehr prominente Stirn hat, da versuchen wir... Prominente Stirn? Ja. Was bedeutet das? Ja. Das bedeutet ausgeprägter, das heißt, wir versuchen da sozusagen ein bisschen... Mein Mann hat mir bei unserem ersten Date gesagt, ich hätte einen sehr, sehr hohen Haaransatz. Das habe ich nie vergessen. Und da habe ich gesagt, hey, das hat mir noch niemand gesagt, ist das jetzt gut oder schlecht? Ja, und was hat er dazu gesagt? Nein, er hat gesagt, du siehst wunderschön aus, aber du hast so einen hohen Haaransatz. Guck mich mal an. So, was ich jetzt machen werde, ich von meinen... oh, guck mal, die Sonne kommt wieder raus. Ich nehme von den Pudern nehme ich dieses etwas hellere, wirklich in der T-Zone und den Rest, so einen kleinen Mix für den Rest des Gesichts. Ich hole jetzt nochmal einen Rouge, das hatte ich nämlich vergessen. Ich lasse es einfach mal an, vielleicht hast du ja was zu sagen. Du kannst auch die Möglichkeit nutzen und all die netten Sachen sagen, die du immer über mich sagen wolltest. Also, was ich euch über Mina mal sagen wollte, Mina ist die tollste und beste und ehrlichste Person, die ich kenne. Ich habe mit ihr schon so viel diskutiert, ich kenne sie erst seit 3 Jahren, aber wir haben schon so viel diskutiert über Themen und sie war immer da, wenn ich irgendwas hatte. Das ist wirklich eine tolle. Das ist auch nicht so, ich würde das hier gar nicht machen, die ist auch hinter der Kamera so. Jetzt kommt sie wieder. Die ganze Wahrheit gesagt. Und nichts als die Wahrheit. So, ich habe jetzt nochmal meinen Lieblingsblusher, seitdem ich den habe, und zwar von Holika Holika Jelly Dough Blusher aus meinem wahnsinnig unbeliebten asiatischen Make-up-Video. Ich weiß gar nicht, warum ihr das gar nicht so geil fandet. War ich wirklich ein bisschen enttäuscht. Das asiatische Make-up, ja, hat sich nicht so wahnsinnig großer Beliebtheit erfreut. Vielleicht der Tatsache geschuldet war, dass man sich gesagt hat, so als halbmarokkaner asiatisches Make-up. Aber ist das auch von YesStyle? Das ist von YesStyle, genau. Okay. Da habe ich, da besorge ich alle meine Produkte. Ich liebe YesStyle. So, jetzt gucken wir mal. Ihr wisst ja, meine absoluten Lieblingsprodukte sind von Benefit, also gerade für die Augenbrauen von Benefit. Und deshalb nehmen wir Precisely My Brow. Ich gucke jetzt mal zwischen 3,75 und die 4, was für Franzi gut sein könnte. Ich würde aber sagen, wir machen mal ein ganz leichtes Smoky Eye. Ja. Dann würde ich nämlich
meine absolute Lieblingspalette. Ich hatte noch überlegt, also das ist die von Dose of Color, die Pretty Cool Palette. Ich hatte noch kurzzeitig überlegt, ob ich nicht die, auch von Dose of Color, die Blushing Berries nehme. Das ist eine Ansammlung von solchen Farben, die ganz schön sind für Leute wie Franzi, blaue Augen, grüne Augen. Das poppt, das lässt die Augen nochmal so richtig. Oder möchtest du lieber das? Was möchtest du? Ich möchte lieber das. Ja, okay. Wenn dann machen wir das. Darf, dann machen wir das. Pinsel, die bei Dose of Color dabei sind, gar nicht so schlecht, ne? Also das sind die einzigen, die ich nicht wegschmeiße normalerweise, weil die wirklich nicht, wirklich gut sind in der Anwendung. So, womit wir anfangen ist... Wenn ich deine Pinsel sehe, habe ich das Gefühl, dass du gar nichts wegschmeißt. Ich brauche die alle. Sehen die das, was da Nein, steht? Nein, das sehen die nicht. Sie meint das hier. Und das ist noch Und nicht mal alles. Das ist noch nicht alles? Nein. Ich kenne den Rest auch. Scheiße. So, wir beginnen mit der absolut hellsten Farbe. Und da müsst ihr bei Dose of Colors wirklich vorsichtig sein, weil die sind sehr intensiv. Ich nehme so einen Fluffy-Pinsel und klopfe den aber wirklich nochmal viel ab. Einmal die Augen schließen. Und gehe am Anfang einmal über das ganze bewegliche Lid bis nach oben hin. So, wahrscheinlich ist das ein ganz harter Cut gewesen, weil irgendwann mal meine Kamera schon wieder aufgehört hat aufzunehmen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Na, es geht auch tierisch auf den Keks. Dann werde ich euch einfach sagen, was wir gemacht haben. Da ich nicht weiß, was aufgehört hat, werden wir sehen. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen, weil du hier schon wieder ein bisschen glänzt. Jetzt sehe ich auch, was du meinst. Ja, das ist ganz schlimm früher gewesen, wenn ich tanzen war. Mhm. Oh. Und geschwitzt hast, ne? Hey, jedes Mal, ja. Wenn ich auf der Toilette war in der Disco, dachte ich, scheiße, Shiseido. Ja. Von meiner Mutter mitgenommen. Ja. Die hatte so ein Puder. Und das hatte ich in meiner Tasche und dann habe ich mir das drüber gemacht, ne? Immer so einfach raufgeklackt. Und dann wurde das, je länger der Abend war, sah das immer schlimmer aus. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann hatte ich hier alles braun, weil ich mir hier das Zeug immer raufgeklackt habe. Ja. Und hier war alles normal. Was? Das ist ja so schlimm. Also ich war noch betrunken wahrscheinlich auch, habe es gar nicht gesehen. Mich immer gewundert, warum gucken die mich denn so komisch an? Das sah richtig schlimm aus. So, wir haben uns ja jetzt überlegt, dass wir Wimpern machen. Und ich wollte euch nochmal sagen, ich habe so viele verschiedene Magnetic Lashes mir gekauft, ne? Und ich muss feststellen, ich bin zu doof dafür. Ich schneide es einfach nicht. Und wirklich auch, ich habe mir 100.000 YouTube-Videos dazu angeguckt, von Mädels, die einfach zack machen und es funktioniert nicht bei mir. Ich wollte es mal sagen, es ist hoffnungslos. Also da muss man wirklich mal was anderes erfinden. Aber ich habe jetzt welche von Adele. Da überlegen wir, ob wir einfach so ganz normale Strip-Lashes, also in einem Band, oder ob wir so ein paar einzelne, die ich ja sehr gerne mag, das sind so Dreier-Dinger, auch von Adele. Aber wir beginnen jetzt erstmal mit Mascara. Guck nach unten, aber du brauchst nicht ganz genau. Da warten wir jetzt ein bisschen und wenn wir damit fertig sind, dann klebst du die dann erst auf. Dann klebe ich sie dann erst auf und ich glaube, ich möchte das mal machen, dass ich nur die einzelnen so ein bisschen außen mache. Und wie funktioniert das? Das funktioniert im Prinzip nach demselben. Du nimmst ich habe hier so ein Essence Glue und dann nimmst du sie raus mit einer Pinzette, die ich jetzt nochmal holen muss, weil ich nicht top vorbereitet bin. Ne? Und dann kleben wir sie einfach an die Stellen, die du brauchst. Also du kannst vier davon nehmen und die dann über den ganzen Ding verteilen, über den ganzen Wimpernkranz und ich mache nur... Manchmal mache ich eine oder zwei einfach nur damit. Das habe ich jetzt auch übrigens. Und wie lange halten die? Bis du dich abschminkst. Also für immer. Stimmt, du schminkst dich ja nicht ab. Nee. Habe ich Wimpern für geil. Immer. Ich hole jetzt mal meine Wimpern zusammen. Das sind von Adele die Duralash in Short Black. Es gibt die in Medium und in Long. In Long ist es dann wirklich... Also wenn du was Natürliches suchst und einfach nur deinen eigenen Wimpern, sag ich mal, so ein bisschen betonen möchtest, ohne dass jeder sofort sieht, dass du falsche Wimpern hast, dann würde ich euch die ans Herz legen. Ich packe euch ja sowieso alle Links, sofern ihr das in Deutschland beziehen könnt, packe ich euch unten in die Infobox. Einmal Augen zu. Ich habe das Gefühl, dass mein Auge zusammenklebt. Das ist... Ah ne, jetzt geht's ein bisschen mit. Ja, Augen zu. Mach mal die Augen auf. Guck mich mal an. Schön. I like that. Wie findest du dich? Ja, ist gut so. Ja, ne? Jetzt kümmern wir uns mal um den Lippenstift. Was hättest du denn da gerne? Viel. Ja, ich brauche die...
großen Lippen. Also ich weiß nicht, was mir steht, echt. Ich würde tatsächlich eher ein bisschen versuchen, nude zu machen. Genau. Also rot und so, das steht mir nicht. Nee. Und das passt auch jetzt zu dem Make-up, was wir gemacht haben, nicht so. Also ich stehe jetzt nochmal auf, das letzte Mal, versprochen, und mache jetzt mal ein bisschen nude. Ich hole mal was, ich bin gleich wieder da. Wir lassen die Kamera laufen. Wir lassen die Kamera laufen. Kann euch noch ein bisschen was erzählen über Mina. Das ist wirklich eine tolle Frau. Ich mag sie sehr. Ich finde es auch ganz gut, ehrlich gesagt. Vielleicht soll ich das häufiger mal machen. Aber ich werde es ja niemals so hinkriegen wie sie. Sieht man noch viel jünger aus. Ein paar lange Haare dazu vielleicht. Finde ich ganz gut. Ich habe jetzt einmal einen Stift bekommen, denselben Stift wie ich. Vielleicht sollte ich das nochmal sagen, wenn ich on-air bin. Also ich habe entschieden, du bekommst denselben Lippenstift wie ich, und zwar von Colourpop Ultra Blotted Lip. Das ist kein Liquid Lipstick, das ist kein Lip Gloss. Das ist im Prinzip blotted, müsst ihr euch vorstellen, wie wenn ihr Lippenstift aufgetragen habt. Und dann nehmt ihr euch so ein Papiertuch und tupft das so ab, dann ist das so ein bisschen abmattiert. Das ist sozusagen der Effekt von Blotted Lip, mag ich sehr, sehr gerne. Und wir haben hier, das ist der Tag von Dose of Color, den Lip Liner in Escape. Auch ganz toll. So, mal gucken, was wir machen, um dir Angelina Jolie Lippen zu machen. Nein. Wir machen das aus Gründen der Hygiene mal so, dass ich es erstmal auf meiner Hand mache und es dir dann mit einem Pinsel auftrage. Ja, genau. Ja, mir gefällt's. Ich könnte noch ein bisschen mehr machen, aber ich würde es dir nicht raten. Nee. Du meinst, hier, das hier ist so definiert, ne? Genau, nicht so Der Lippenmund? Quatsch, Jasmine. Das Ding heißt ganz sicher nicht Lippenmund. Wie eigentlich die Scheiße. Das Lippenherz heißt das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Hier oben das. Genau. Ja. Wir haben uns jetzt überlegt, Franzi wollte das gerne und ich finde es ganz lustig. Franzi hat natürlich das perfekte Gesicht für diesen Kurzhaarschnitt und das hat sie auch seit 100 Jahren und so weiter. Ja, aber ich bin auch sehr zufrieden damit. Also es ist echt, aber genau, wir haben uns Folgendes überlegt, wir versuchen trotzdem mal das mit meiner Perücke. Ich habe ja diese Perücken, die ich gerne nehme, wenn ich keinen Bock habe, mir die Haare zu waschen. Was im Prinzip dasselbe ist, was ich jetzt irgendwie auf dem Kopf habe in Natura, aber eben als Perücke. Und das holen wir jetzt mal, wir machen kurz Pause. Und ich werde euch jetzt das ersparen, diese ganze Aufsetzprozedur, das dauert wirklich. Dafür hast du auch ein extra Video gemacht. Dafür habe ich ein extra Video gemacht. Aber falls ihr dann nochmal interessiert seid für ein Update, dann mache ich das auch gerne nochmal, was auch Pflege der Perücken betrifft und so weiter. Das mache ich, aber das ist jetzt für das Video zu lang. Also wir sind gleich wieder da und dann hat Franzi lange Haare. Wir sind fertig. Also wir haben geschlagen 2 Minuten wirklich überlegt, ob wir überhaupt rauskommen aus meinem Schminkzimmer. Franzi fühlt sich verkleidet. Ich sehe aus wie ein Mann mit langen Haaren, ehrlich gesagt, finde ich. Das ist, weil sie es nicht anders kennt, ne? Also ein ganz anderer Mensch da. Ja. Wer ist das denn? Wir zeigen euch das nochmal. Ich zeige euch jetzt nochmal, warte mal, ich mache mal kurz einen Cut und ich zeige euch jetzt nochmal, wie sie ganz am Anfang mit kurzen Haaren und ungeschminkt aussah. Und es ging ja im Prinzip einfach nur darum, um zu zeigen nochmal das Power of Make-up. Ne? Also was für einen Unterschied man mit Haaren und Make-up und so weiter erreichen kann. Ob das jetzt etwas ist, was sie... Du musst auch zwischendurch mal nach vorne gucken. Sie ist völlig fasziniert. Ob sie jetzt damit rumlaufen wird, das glaube ich nicht. Wir würden jetzt nochmal einmal die Perücke ab, damit wir sehen, wie es eigentlich besser aussieht bei dir. Einfach rausziehen. Ah, hi. Aber das sieht viel geiler aus. Wirklich. Was? Mit den kurzen Haaren. Weil das ist, also ich mag ja auch, weil du hast so ein schön schlankes Gesicht und das betont dann eben die Augen. Und wie du sagst, das sieht aus wie 0815 und das ist was Besonderes. Ja. Oder sagt mir eure Meinung. Schreibt mir unten in den Kommentaren, ob ihr das... Vielleicht setze ich sie dann doch mal auf, aber wahrscheinlich eher nicht. Ja, ihr Lieben, vielen Dank, das wird wahrscheinlich ein ewig langes Video gewesen sein, aber zwischendurch habe ich euch ein bisschen Musik gespielt, weil ich mich außerstande sehe manchmal, mich zu konzentrieren. Und wenn ich andere Leute schminke... Redet dann gar nicht. Dann sage ich nichts und habe ich nur gedacht, das muss bestimmt wahnsinnig interessant sein für euch, mir dabei zuzuhören, wie ich nichts sage. Aber schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ich freue mich aufs nächste Mal. Passt schön auf euch auf. Bis dann. Ciao, ciao.
I'm done.